So, meine lieben Freunde. Die, boah, das ist eine schöne Dingensrunde. Wenn ich Arkmon Disruptor sehe, dann weiß ich immer schon, was ich spielen will. Jetzt Pandaren. Wie sie jede Runde geschrieben wird, einfach. Orkdrop. Stimmt, Orkdrop wäre auch wieder ein Ding. Oh, Reaper! Frohes Neues! Vielen Dank für den 26. Monat, lieben Chat, und ich wünsche dir natürlich auch ein schönes neues Jahr. Ich war schon fest drauf eingestellt, dass du hier Terrorblade droppen hast. Hat keiner geforst zum Glück. Wo bleibt der Terror Carry Force? Ja, ihm fehlen ja noch 1500 Punkte. Ja, das habe ich vergessen. Tja. Das war für mich schon Gesetz. Richtiger Voice Cracker. Ja. Du wolltest übrigens Kuriere rollen. So Patrick, weißt du noch, als wir ein Eis gegessen haben? Bei dir. Das weiß ich noch. Besuch, weil wir Mannikoff danach ein Eis gegessen haben. Mhm. Ich hätte jetzt einfach Bock auf so ein Eis. Oh. Kann mich nicht mehr dran erinnern, welche Sorte du genommen hast. Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin so jemand, ich esse immer ganz gerne entweder Vanille, Zitrone oder Joghurt. Zitrone war dabei. Okay, ich weiß es wieder. Was? Aber das andere weiß ich nicht. Vielleicht Vanille, Zitrone oder so, eigentlich voll die komische Kombo auch. Ja, das klingt in der Tat mysteriös. Ich habe einen komischen Anfang. Komm, dann machen wir einen greedy Anfang wenigstens daraus. Nicht nur Krieger und die Goblins. Doch, die machen die Boys das. Weil eigentlich müssen dieses Mann ja viel leben, alle. Ach, es ist noch nicht mal Runde 4. Ich mache mir eher Stress. Mach doch mal den Carry Force billiger. Nee, das ist schon gut so. Leute, der Eisdealer Vanille nehmen sie nicht suspekt. Wieso das denn? Das kostet was? Der Carry Force. 20k. Ah, ist schon teuer. Ja, aber du tust mich auf eine Unit quasi forcen und ich muss die halt auch als Carry spielen mit Items und so draufpacken. Also, das ist auch schon ein harter Force. Ja, das ist schon auch. Ich find's fast schwieriger, als wenn du vorher hast eine Threat Force noch, aber Threat Force ist noch teurer. Also ist schon, denke ich, im Bereich, wo man sagen muss, dass es in Ordnung ist. Ist dir jetzt aufgefallen, dass du vom Threat Force den Preis auch also senken kannst? Oder ich könnte beide einfach erhöhen, so. Das wäre natürlich auch ein Ding. Das ist natürlich auch eine Lösung. Muss ich noch erörtern. Eine Erörterung muss ich noch schreiben. Ich bin trotzdem dafür, dass sie die Crystal Maiden wieder stärker machen und man die als Carry forcen kann. Also Crystal Maiden ist halt Quatsch als Carry. Vor allem wieder stärker machen, als wäre die mal richtig krass gewesen. Ja, ja. Früher war die richtiger Carry. Weiß ich noch damals. Das war krank. Winterweifen als Carry Force. Ja, das sind halt so sinnlose Sachen eigentlich. Klar kannst du Winterweifen gleich auf 3 Bahnen der Mana geben, dann carry die halt so gesehen, dass die halt ganz in meine Units hochhielt, aber. Ich glaube, Carry Force soll schon damage-technisch der Gedanke sein, denke ich mal. Ja, denke ich mal, gesagt. Dass das Gedanke sein sollte. Nee, verstehe, was Wobei ich meine. So ein Tank kann vielleicht schon auch carryen. Ja, ich meine, man könnte auch einen Tank Force machen, theoretisch. Da wird auch geschrieben, Timber Force, Timber Carry ist auch okay. Ja, Timber Carry würde ich noch sagen, der macht ja auch viel Damage. Die Frage ist, ob man Timber so halt lieber Tank-Items reindrücken sollte, ne, dann besser Carry ist als mit Damage-Items, weil er einfach mit seiner Ult die ganze Zeit halt auf Level 3 den Schaden macht. Ja. Alchemy Troll, ist das auf den Vorsitz bezogen noch, oder auf was ist es bezogen? Ein Alchemist mit Trolls mit Attack-Speed ist sicherlich auch nice, der ist ja eh schon schnell mit seiner Ult. Aber warum die mich die Runde kosten? Nee. Das ist ganz cool gerade, ich bin Level 3 und ich habe immer noch jede Runde gewonnen. Ja. Aber ich hätte gern mal den Brew für einen schönen Drop. Oh, Death Prophet Drop, Death Prophet Drop. Ja, geht raus. Mann. Haben nicht letzte Runde auch einen Death Prophet Drop? Nee. Aber also Rick wollte einen, aber der kam nicht. Vielleicht. Das aber Death Prophet wird dauernd gedroppt. Da ist sogar gedroppt. Der Brewmaster, da hat's auch. Ach so, ja, natürlich hat sie den Brewmaster aber Drop, okay. Nee. Das ich beruhige mich. Das kann nicht sein, dass er einen Brewmaster hat. Da sehe ich die Pfeile an, der jetzt in Runde Dings. 24. Muss jetzt aber fleißig auf Level gegangen werden.
Es ist mein scheiß Lag, der auf den Clockwork 2 anhaut, den ich am Schluss eh nicht killen wird, weil der einfach zu viel Leben hat. Wobei, der schafft es sogar. Er bekommt ihn echt down? Ah, ja. Okay. Also ich habe dran gezweifelt. Ich habe nie dran gezweifelt, das stimmt. Eine andere kommen. Und ich gehe wieder auf Goblins Kral, das kann nicht wahr sein. Oh, ich zieh so ein Durcheinander. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo, servus, ciao. Elfen Assassins, nee. Es reicht nicht, um die Runde zu holen mit dem Team. Das heißt, wir löschen Tiny mal noch nicht. Kann ich irgendwas mitnehmen? Nehmen wir mal die Assassins noch mit. Das lag die ganze Zeit. Oh, jetzt komme ich gegen die Death Prophet. Mal gucken, was sie kann. Gegen Assassins. Oh, na gut, kann ich die doch ganz gut wegmachen. Aber die ist schon richtig eklig, wenn die sich jetzt mal hielt, Alter. Wenn die einmal ihr Ult raushaut, dann stirbt die halt nicht mehr. Die macht echt enorm viel Damage. Ja, und ja, Death Prophet ist richtig böse. Das ist zum Beispiel Enigma gar nichts dagegen halt, gerade Early Game. Ja, doch gar nicht so wenig Leben, 1100. Aber das ist eine gute Frage. Eigentlich kann man die, glaube ich, nicht ins Ei hauen, oder? Weil man kann da gegen uns da nicht reinhauen, aber es kann sich halt auch schon wieder alles geändert haben. Man weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ich hätte alle Orks schon zusammen für die Drops, wenn ich halt den einen hätte. Also den einen habe ich nicht. Death Prophet wieder cool. Also man kann die, glaube ich, wirklich nur über die Drops bekommen, oder? Oder über das Dark Gear Item ultra kompliziert, was wir 10-mal ja, versucht genau haben zu erklären, aber niemand weiß es genau. Ja, richtig. Richtig so. Das würde ich unterschreiben. Die würde ich mal unterschreiben, ne? Oh, ich glaube, gegen den Herrn Silberbraten oder wie der heißt, habe ich eine Chance sogar. Aber bei. Assassins sind okay. Ich glücklich mit meinem Timbersaw, dass er das Ding hat, den Goblin Buff. Sammelt euch im Timbersaw! Oh nein! Ich wollte, dass mein Ching nicht von dem scheiß Sandkin kommt, sondern von meinem Timbersaw. Da wären zwei noch gestorben, easy. Hat die neuen Pandas nicht angeschaut, weil die ihn eh schon verarscht haben hart. Ja, ja, ist doch besser so. Das kennen wir doch alle. Muss ein Level abgehen, oder? Ich glaube, das reicht sonst. Ich habe nur Melee. Okay. Da kann ich fast schon Goblins vergessen. Es gibt auch keinen Shrink Ray die Runde. Oh, das ist schade. Aber ja, gut. Es sind auch wirklich. Neben Death Prophets so die Undeads, die man eigentlich nicht gern hat. Es wird sich beschwert, dass keine Undeads mehr kommen. Ja, da kann man sich mal beschweren. Das ist so eine Runde, die gerade Crystal Cat hat mit 100% und 52% Leben. Also das hört sich ganz nach mir an eigentlich. Das hört sich ganz nach mir an. Uiuiui, das wird eine harte Runde. Was mache ich denn? Ich glaube, ich gehe Level 7 und dann. Oder gehe ich Level 8? Oder Level 7 und dann Roan? Ich habe halt jetzt Elite Recruiter. Und wenn ich natürlich ein paar Four Stars bekomme und dann vielleicht einen Lucky Arc Roan, könnte ich damit mich retten. Ja. Save the Aldrins. Ah, kennst du das? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Das ist belastend. Sorry.
Und 2½, ne? Das ist sehr gefühlt, ich hab's gemerkt. Tut mir leid. Stellst Runde 3 Brute drauf, bekommst bis Runde 7 2 Jobs und bis Runde 15 kam nichts mehr. Einfach mal die Runde weggeschmissen dadurch. Ja, das ist der Klassiker. Oh. Brauch mal Inspiration, was soll ich denn zum Essen? Oh, ich könnte Essen bestellen. Warte mal, das geht ja gar nicht. Oh, schreib doch sowas nicht, Mann. Boah, Essen bestellen, ja, schwierig. Kommt auch drauf an, was es so in deiner Umgebung gibt, selbstverständlich. Burger ist ein Call. Das geht immer. Burgers. Das wäre so mein erstes. Darf ich nochmal meinen dazu? Ja, Burgers hört sich auf jeden Fall gut an. Das ist schon true. Gäbe es denn noch Pizza? Der Klassiker halt. Ja, ist halt nichts Besonderes, aber ich meine, manche immer gut. Ja, manche haben ja auch so ein gutes, irgendwie so ein gutes italienisches, so griechisches Restaurant in der Nähe, das liefert. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also irgendwie so Spaghetti-mäßig irgendwas oder irgendwas mäßig so Tzatziki, hier Gyros-mäßig vielleicht. Ja, brauchst du keine Mühe mehr geben, die Burger werden's. Achso, okay. Oh, sorry. War der Ricky das Problem oder ist die Death Prophet diesmal nicht so gut gelaufen? Mach dir mal was Gesundes, du sagst. Was kann ich denn heute Gesundes essen, ohne dass ein Laden geöffnet hat? Ich habe keine gesunden Sachen zu Hause. Da liegt der Fehler vielleicht. Orphans heißt das. Ja, ist doch egal, was es heißt. Kuchen. Ich habe es doch nur kurz die Melodie so gesummt. Ein bisschen. Lost halt vielleicht, aber doch ausgereicht, damit alle verstanden haben, was ich meine. Außer Patrick. Heute ist Rosenkohl-Donnerstag. Ich glaube schon besser, dass ich das YouTube-Video nicht gemacht habe. Ich denke jetzt gerade schon nach, was ich essen kann. Ja, ich glaube, wenn du eine Woche erstmal. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die erste Woche durchgezogen hatte, dann ging es eigentlich. Danach hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und dann habe ich auch. Da war es relativ easy, mehrere Wochen durchzuziehen. Dann habe ich immer nach 3 Monaten nachgelassen wieder. Das ist dann die zweite Challenge. Och nee, die Death Prophet vor mir. Gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Ja, Nudeln bestellen fühle ich aber auch nicht so. Da denke ich mir, das kann man auch, bekommt man auch selbst irgendwie hin. Ich meine, Pizza kann man auch selbst machen, aber ich finde, dass die schon immer ganz anders schmeckt nochmal. Ja, das ist halt natürlich mit so, wenn du so eine geile frische Pizza machst aus dem Steinofen und so, eine Pizza ist auch viel aufwendiger als so einen Nudelgericht, glaube ich, selbst zu machen, da würde ich jetzt behaupten einfach mal. Also selbst wenn du so Fertigteigs nimmst, finde ich es schon aufwendiger. Aber wenn du wirklich selbst frisch den Teig noch machen willst, also alles, was mit Teig ist, ist halt anstrengend. Und ich glaube nicht, dass bei den Italienern da großartig selbst die Nudeln machen, mit selber dem Teig auch noch. Also bei den meisten zumindest nicht. Oder siehst du das anders? Nee, das sehe ich eher nicht. Oh, das freut mich doch zu hören. Ne? Vor allem nicht bei denen, die auch Lieferdienst anbieten. Die sind immer die besten. Und die haben dann auch noch Schnitzel dazu im Angebot und noch Raps mexikanische, so rum ist das. Und Chicken McNuggets. Boah, da bin ich bis heute gezeichnet, bei diesem einen scheiß Lieferdienst, den ich bestellt habe, der auch alles hatte. Und seine Pizza war immer ganz okay. Und dem sein Salat und so war auch ganz okay. Und dann habe ich da, also meine Frau hat sich da damals Chicken Nuggets bestellt und die Chicken Nuggets. Bestanden einfach nur aus verbrannter Panade und innen drin war sowas, so ein ganz dünner Streifen, der glaube ich Fleisch andeuten sollte. Und alles andere war nur so ein fetter Panadehaufen, der komplett trocken und verbrannt war, Alter. Das war richtig traurig. Also, das war richtig traurig. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas weggeworfen habe. Das haben wir nicht leer gegessen damals. Aber Lasagne scheint auch ein heikles Ding zu sein, wenn ich das hier richtig lese. Oh, Lasagne ist auch so ein Ding, das habe ich ganz, ganz lange gar nicht gemocht. Inzwischen kann ich es essen, aber geil finde ich es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, echt, dass Lasagne sehr beliebt ist. Lasagne super. Ja, das ist auch immer geil, wenn noch was übrig bleibt, was man sich dann nochmal warm machen kann. Das ist das bei jedem Essen geil. Ja, aber bei Lasagne fühle ich es am meisten. Okay, okay. Verstehe. LOL. Gut, das war der Call, den ich gegeben habe. Ist ja witzig. Ah,
Meine, hast du einen Job bekommen, oder was? Nee, ich hab vorhin doch einen Call gemacht mit einem. Hast du Elite Recruiter? Mit einem Arc Warden, ne? Das wäre cool, wenn du mit Arc Warden. Ja, ich stelle jetzt ein bisschen doppeltes Zeug. Ist ja witzig. Ja, okay, Lukas. Das kann. Würde ich auch zustimmen, potenziell. Auch wenn ich da jetzt bestellt noch nicht so eine. Oder im Restaurant noch nicht schlechte Erfahrungen hatte. Bestellt habe ich es tatsächlich noch nie. Alter, was geht denn jetzt ab? Access, thank you. Access, thank you. Lol. Hä? Was passiert hier? Was passiert hier? Ich check's gar nicht. Hast du die Fähigkeit von Elite Recruiter entdeckt, oder wie? Nee, aber ich ziehe halt zweiten Arc One schon wieder und hab noch einen Kamerad quasi auf Level 8 grad mit irgendwie 4 Rolls, 3 Legendaries gezogen. Dabei doppelt Arc One halt. Ja, da darf man direkt gegen dran, das ist ja sehr freundlich. Ja, weiß ich, wenn es tut vielleicht. Hat er auch jemand Ärger. Ja, wenn der Slader lebt noch. Bildet der nochmal? Ja, 6 Sekunden. Oh, okay, ja, muss er eh nicht. Ja. Frechheit, wirklich. Gegen sowas ziemlich. Verliert man dann wieder. Ja, frech. My spirit returns to flesh. Time to shove off. Oh. Den Doppelkunker nehme ich aber auch mal rein noch. Ich das gesagt habe, oh. Will ich jetzt da Double Chuggernaut überhaupt noch haben oder nehme ich den einfach raus jetzt schon? Ich glaube, ich nehme den raus schon mal. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein krasser Verlust. Ich glaube auch. Gab's Disruptor? Disruptor gab's auch, ja. Könnte ich auch mal ziehen, Alter. Was hab ich gezogen, scheiße, im Wolf. Ja, wirklich. Schlimm. Oder es reicht sogar gegen Crystal Cat inzwischen. Das ist crazy. Das war ist knapp. Crazy. Ja, die ist ja auch stark. Ja, die hat auch 6 Undeads. So. Safety watching. So. OTC ist fleißig Bücher und Tangus am Sammeln. Es gibt auch Second Chance. Vielleicht auch nochmal ein Mage-Comeback kommen. Ja, true. Und der Herr Silberblatt. Der schnappt mir die Assassins weg. Das finde ich extrem frech. Herr Silbersack. Der ist auch auf 4 Gold runter. Warum macht er sowas? Weil er ein Sack ist. Ja, stimmt. Ich bräuchte noch einen Earthshaker. Oder ich ziehe jetzt halt richtig hart die anderen Teile mal, dass ich sage, ich gehe wirklich auf die Akira. Du wolltest auch noch Kuriere ziehen. Stimmt. Sie haben vollkommen recht. Das bringt mir jetzt Glück, deinen Call. Ich sehe das schon. Da kommt der erste rein. Der Magchor. Nee, den Oscar. Nee, Oski heißt der, nicht Oscar. Oh, der ist aber gleich, tatsächlich ja. Nicht so verkehrt. Ja, der wird direkt wieder. Auch wenn du den schon mehrfach hast, wahrscheinlich. Na, ich hab die ja. Aber hätte schlimmer kommen können. Ja, schlimmer kann es immer kommen. Ja, außer kommt der Frosch. Können wir jetzt. Sehr lange hergewiesen. Okay, der komische Wizard. Nervig. Okay, das ist das Schlechteste, was man kriegen kann. Auf jeden Fall ist nicht so das Geilste, das stimmt. Weißt du, hier sind auch nicht richtig geile Jungs eigentlich noch nicht am Start. Also außer halt Arc One natürlich, weil es nicht super geil dafür nachher ist. Ach so. Aber sonst. Ich würde gerade lieber auf Schaman gehen, glaube ich.
da war der Mac. Also der Mac schon. Wie viel war bei dir im Gold? Oh, diesmal habe ich reingelockt. Ah, oh, jetzt habe ich diesen komischen Zombie wieder bekommen, ich ewig nicht mehr gesehen. Ah, ich habe auch einen Zombie-Hopper. Nice. Das ist der scheiß Aufschlag, aber es ist schon zu spät dafür. Weg mit den Schamanen. Kann ich alles sammeln, Leute, das ist Watch mit Soße. Ja, Lukas, das befürchte ich auch. Wir haben am Ende ein schönes neuer Undead Spawn Team und ein Akia. Hier, wie heißt er? Ja, Akia. Kobold. Arkworn. Team. Wold. Einfach mal Power Reporten für den Schmutz. Also wirklich Runde 9 sind schon Arkworn, 2 haben es halt cool. Runde 20 hatte ich nicht, weiß es nicht. Vor allem dann mit den Items, da lohnt sich auch mal dann wirklich auf dem halt dann zweimal die Items zu nutzen. Auf dem gespawnten auch. Und dann kommt Crystal Cat, dann hat mir Schaden. Ah ne, doch nicht. Ah, doch. Doch, doch. Na, doch. Hat Warlock schon gewonnen? Ja, nein, vielleicht. Aber Warlock wurde nochmal, der macht noch alles. Der macht doch nichts. Macht alles und nichts. Ja, immerhin den Lich noch weg. Lich. So, also Brain AFK wieder. Das war gerade wieder so ein Brain-AFK-Ding. Ich muss mal einmal kurz meinen Echo schreiben, Leute, tut mir leid an der Stelle. An all die getriggert waren jetzt davon. Aber das ist doch eigentlich ein ganz witziges Team für Runde 22. Frage ist, lohnt sich jetzt mehr die Chens oder die Kunkas rauszustellen, dafür Akir zu stellen? Ich würde fast sagen... Ja. Also ich zwei Beast Buff und halt nochmal das Gold vielleicht auch, was dann nach und nach dafür kommt. Genau. Und raus nach hier rein. Ja, dann sind uns ja alle einig, das freut mich doch. Das ist krass, wie ich die Runde aber hin und her switch an verschiedenen Comms. Das ist schon crazy. Ui. Ist vielleicht ein bisschen frech, was ich hier habe. Crystal Cat, das war jetzt. Du sollst es nicht als Rache sehen. Oh Gott. 28, das ist aber wirklich eine Frechheit. War eine schlechte Idee, Power. GG. GG OTC. Oh, guck mal, ich habe hier noch eine Tango bekommen. Der hatte nicht schnell genug nehmen können. Das ist bitter. Ich habe auch noch eine Tango. Oder eine Mango. Das hatte ich letztens auch so eine Runde. Ich hatte 13 Heals noch übrig, als ich rausgeflogen bin. Ich hatte die schon in diese Kugelform gemacht und habe die gespammt ohne Ende, aber also mein Internet braucht da zu lange für oder die haben irgendwie den 5 Sekunden Cooldown gefühlt. Bei anderen geht das direkt durch. Ja. Na, war sehr bitter. Das hört sich auch ziemlich bitter an. Also mit so viel Zeug zu sterben ist schon hart. Das ist schon hart. Oh, Patrick. Oh, jetzt bin ich dran. Danke. Danke. Oh, mein Warlock hat doch mal nicht gespawnt. Das ist schon mal gut für dich, aber da wird der jetzt gleich nachgespawnt von dem Champ wahrscheinlich. Die Streak würde schon gut tun. Reicht das, was meinst? Knapp. Dankeschön.
Ich hätte es mir schneller Schaden machen können, dann hätte ich wenigstens nochmal einen Heal bekommen. Hat alles zu lange gedauert hier. Ein Bösewicht wollte er noch bekommen. Gegen Heal-Walsch, das habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Ja. Ist der langweilig, der Paul, ey. Nervig mit seinen Sprüchen. Also dieser Arc-One, dieser Early Arc-One ist halt echt frech auch einfach, vor allem auf 2. Da hat sich wirklich mal der Elite-Recruiter auf Level 7 Rollen richtig gelohnt, weil wäre ich Level 8 gewesen, hätte ich noch 2 Runden zum Rollen noch gehabt oder so, noch eine wahrscheinlich. Mhm. Und da ich das jetzt seit Runde 14 schon nur so gerollt habe auf Level 7, war das echt geil. Also auf Level 8 im Endeffekt. Errate meine Endcomp. Dieser Schmerz in Patricks Stimme. Patrick hat noch genug Leben, um das auszugleichen. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich rette mich wieder über die Runden auf Top 3, dann ist alles in Ordnung. Einmal, weiß ich, ist es meine dritte oder meine vierte oder fünfte Runde? Meine vierte wahrscheinlich, ne? Meine vierte, es müsste sein. Dann geht's 3 Stunden 7. Ja, das müsste die vierte sein, glaube ich erst. GG. Ich meine, ich kann ja hier auch gucken. Warte mal, wieso schreibe ich GG, wenn gar keine GG ist? Also, er hat GG geschrieben, da habe ich einfach geantwortet. Ein HW. Ich wollte einfach nur höflich sein. In Wirklichkeit wurden wir wieder mal gescammt. Was wollte ich denn jetzt schauen? Ach, wie viele. Genau, hier. Ja, ist die vierte. Ich fand einmal erster, einmal zweiter, einmal siebter. Mit den geilsten Goblins, die ich je hatte, gefühlt. So early schon. Ja, das war wirklich interessant. Gewinne ich eigentlich gegen die Teile, habe ich Probleme gegen die Dinger jetzt. Ich habe ein bisschen Schiss, das ist ein bisschen komisch, weil ich gerade ganz OP bin, aber gegen die Dinger weiß man nie, wie es aussieht. Vor allem mit die. Ich finde die Akir sind immer schwierig in so random, in so Bot-Runden. Neutral Rounds, so das wollte ich sagen. Wo ist der Ogre? Das hört sich an wie so ein Drachenlord-Choke irgendwie. Da hast du wirklich viel von gesehen in letzter Zeit, habe ich gesehen. Ja, ich schwör's dir. Ich bin da voll im Game. Also ich bin nicht in dem Game, sondern also ich bin voll. Ich kenne mich da voll aus, Mann. Ich bin so der Oberheder, Alter. Oh, Double Brute. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Boah, ich glaube, ich nehme fast ein Random-Ding jetzt hier mit. Mal random gucken. Oh, wow. Warte mal, ich wollte ja noch weiter öffnen. Sesam, öffne dich. Genau, 200 Candies, das ist geil. Jetzt, da ist ein Teppichträger, ich fühle ihn. Okay. Oh, ich fühle mich wie, als ob ich so CSGO-Kisten öffnen würde und einfach verarscht werde. Und jetzt? So, meine Freunde, dreht euch rein. Ich verstehe nicht, was er meint. Dann gibt es mal einen, es gibt keinen 24-Stunden-Stream. Oh oh, Crystal Cap macht Stress. Es gibt keinen 24-Stunden-Stream. I'm very sorry. Der ist auch einfach nicht geplant, dass der irgendwann mal kommt. Ich sag euch, wie es ist. Einen 12-Stunden-Stream können wir wieder irgendwann machen, wenn wir 100.000 Abonnenten voll haben oder sowas. Also Subs. Nicht Subs. Follows, das wollte ich sagen. Subs ist ja schon frech, Alter. Nee, also 12-Stunden-Stream. Ja, also 24 Stunden fühle ich auch überhaupt nicht. Ja. Ich bin da, glaube ich, auch einfach der falsche Streamer dafür. Also 12 Stunden bekomme ich gut hin, das kann man machen, aber das andere ist, glaube ich, für mich einfach unrealistisch. Muss ich dann auch einfach so ehrlich gestehen. Mal. Das muss man auch einfach mal ehrlich gestehen. Mal juckt mich nicht, Leute. Nehmen wir da raus. Die juckt mich nicht. Hetz mich nicht. Kennst du den? Kann ich auch nicht, gell? Nee. Ach nee, mein Vater kennt gar nichts, ey. Das ist, das ist wieder so ein Serien-Ding oder so. Nee, das ist so ein Comedian, der mit so einer Handpuppe immer spricht. Ja, gleiches Publikum. Ach voll. Mann, ich will aber nicht gegen dich, ich will irgendwen mal, ich will die ganze Zeit Leute raushauen wegen meinem Sin Reaper halt, aber ich spiele gegen die Leute nicht, ich spiele ganz gegen dich. Ja, das freut mich wirklich. Das freut dich zu hören, oder? Alter, das war ja mega geil. Ich habe 2 LDs gezogen, jetzt habe ich Doppel LD, 2 statt Doppel LD 1. Kann man. Oh, das ist aber wiederum schwierig. Bei.
Mein Plan ist es, bis Runde 30 überleben. Dann Second Chance nehmen mit meiner einen Tango. Die wird die Welt verändern. Ich stell mir vor, du gehst dann wirklich so hoch auf 100% wieder. Ja, wäre ein guter YouTube-Titel. Was ein Lack. Gib mir Mühe. Ach man, sag doch nicht da so. Da kann deine Komp nix sagen. Sascha Krammel ist schon ein lustiger Typ. Das war der mit der Handpuppe, glaube ich, ja. Ja, das fand ich damals auch ganz witzig. Aber ich habe keine Ahnung, ob der noch Comedy macht. Das ist schon wieder irgendwie auch, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwo ist die 8 Jahre her oder so. Also Crystal hat einen Patrick Hassen, glaube ich, die Runde, aber den lief es bei beiden so gut einfach. Nee, nee, also eigentlich, ich gehe nur auf Level seit 100 Runden und mach nichts. Das ist schon okay, dafür läuft es extrem gut. Okay. Dann kannst du dich ja echt nicht beklagen. Ich habe auch den Anspruch verloren, dein Lobbys Erster zu werden. Wieso? Ich rette mich immer so auf die Top 3. Ja, das darf nicht dein Anspruch sein. Meine Spielweise ist so, dass ich nie Erster werde, aber auch selten ganz hart fehle. Das hört sich dann nach einem guten Einspruch an. Einspruch. Doppelt LD 3 wäre cool. Da brauche ich noch 4 LDs dafür. Also ist auf jeden Fall drin, wenn man jetzt mal gut ein bisschen geholt. Oh, jetzt, ich werde wieder keinen raus haben, weil ich wieder gegen Patrick spiele mit viel Mann. HP. Ich habe die ganze Zeit. 51 sind doch drin. Nee. Wollen wir nicht übertreiben. Ich glaube, mit Warlock hätte ich vielleicht. Uiuiuiuiuiuiui. Mhm. Ja, mit Warlock hat gefehlt dafür. 43 waren es nur. Aber Crystal Cat, das fühlt sich immer knapp an gegen sie. Also, ich glaube, ich verliere sogar. Sieht irgendwie danach aus, ne? Ja. Was das für ein Battle ist, Alter. Und dann mit Items zerlebt noch. Aber ihre Design, Alter, ihre Death Prophet stirbt einfach nicht. Ja, okay, die hat auch. Vanguard Mechanism. Ich will meine Streaker nicht auf so eine dumme Weise verlieren, Alter, wegen scheiß Winterweifern auch noch am Ende. nein, da bekommst du noch Kohle. Nee, doch nicht. Wirklich nichts am Gönnen. Hat sich schon gegönnt auf jeden Fall. Ja. Hat man noch gehört, oder nicht? Sicherheit. Oh, das ist ja traurig, es tut mir leid. Tut mir leid. Ich möchte mich an dieser Stelle vielmals entschuldigen. Eine Runde mache ich auf jeden Fall noch nach der Runde, Leute. Danach bin ich aber raus. Aber ich finde fast, dass ich gegen Ende des Streams so geistig fitter geworden bin als ihr. Also so, am Anfang des Streams war es viel schlimmer als jetzt. Das ist aber auch wirklich nicht schwierig. Ja, ich war eigentlich gut. Ich war schon echt Hardbrain AFK. Aber ich bin auch einfach, das hört sich dumm an, so, ne? Ich bin halt auch wirklich einfach nicht so lange wach und das hat mich schon ein bisschen, glaube ich, trotzdem kaputt gemacht schon wieder. Ich bin echt leicht kaputt zu machen. Ich habe einen ganz empfindlichen Körper, ich merke das. Ganz empfindlich. Oh, es gibt denn da Schönes an Items? Komm schon, gib mir Second Chance. Oh, ich hab's nicht. Random. Auch nicht. Random. Ah, Luken. Da wird das der Plan zunichte gemacht. Ich hab einen plus 4er Heal immerhin. Ist stabil. The Stormcrafter kommt. The Monkey. Ever more venomous. Was hat Kuchen denn eigentlich? Ah, das waren die Mages. Enchanted, I'm sure. Gamble ich jetzt gegen Kuchen zu kommen. Ja, hätte ich es mal gemacht. Oh nee. Gamble. Ja, diesmal sieht es wieder eindeutiger aus. Gegen Crystal Cat. Ja. Ich habe halt vielleicht auch viel auf noch reingestellt. Auf die Bären an. Na, diesmal hatte ich halt auch Triple Spectre auf ihrem Feld dazu. GG. So, Patrick.
Denke, das ist eine Sache zwischen dir und mir. Was sagen Sie dazu? Ich sag mal, das wird ein spannendes Finale. Meins? Guck mal, ich level mit Io jetzt noch meinen krassen Faceless Void auf 2. Da hast du keine Schnitte mehr. Faceless Void auf 2, das hört sich böse an. Ja, Riesel, ich weiß auch nicht, wann das liegt. Oder wie ich das mal hinbekomme. Das sieht mir nach einem GG aus. Schöne Runde. GG. Ja, war aber auch hart Arc One Luck dabei. Warte mal, ich war Level 10 am Schluss, hab ich ja mitbekommen, dass ich Level 10 noch gegangen bin. Achso, nee, ich bin Level 10, weil ich dich gerade rausgehauen habe, deswegen. Ich dachte, ich habe gefailt, aber das war Level 10 natürlich das Raushauen. Ja, hab alles richtig gemacht. Ja, News Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wunderschöne Runde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.